Im Training der 250er-Klasse hatte Tony Mann über Aussetzer zu klagen. Die Kawasaki lief im oberen Drehzahlbereich nicht immer rund, vermutlich die Treibstoffzufuhr. So reicht es nur zum 8. Startplatz bei den Viertellitern. Martin Wimmer, Nummer 8 aus München, setzte die Yamaha auf den 4. Trainingsrang. Hier die 3. Startreihe mit der Nummer 1 Anton Mang, eine Überraschung, der Trainingsschnellste, das 23-jährige Talent Didier de Radiges aus Belgien, fehlte plötzlich zum Beginn des Rennens. Er war noch die Aufwärmrunde gefahren, dabei hatte er einen Motorschaden. Vorn von der Kamera aus gesehen, links also Martin Wimmer, daneben Fremont Schweiz und Fernandez Frankreich. Guter Start von Wimmer, aber Mang kommt kaum vom Fleck. Mang unten am Zaun im grünen Overall. Nur mühsam kommt er auf Drehzahlen. Ganz hinten muss er sich schließlich ins Feld einreihen. Hier eine Wiederholung des Starts in Zeitlupe. Sie sehen links außen Martin Wimmer bereits im Sattel und als erster unterwegs. Und am rechten Bildrand sehen Sie einen Fahrer im grünen Overall, der fast von allen Motorrädern überholt wird. Das ist Tony Mang. Aus der 3. Reihe gestartet, hier jetzt gut zu sehen, ganz in grün und ganz hinten. Erfreulich zunächst bei der ersten Kamera nach ca. 2 Kilometern, Wimmer vorn, die 8. Dann die 17 Estrosi, 4 Lavado, 5 Fernandez, Mang 20. Hier mitten im Feld, die Kamera schwenkt mit, Tony Mang, der Weltmeister. Insgesamt 40 Fahrer im Feld. Brünn ist bestbesuchter Motorrad-Grand Prix des Jahres immer gewesen. Auch heute wieder ca. 200.000 Besucher, darunter gut die Hälfte Motorsportfans aus der DDR. Alle Fahrer mit Slicks unterwegs, also profillosen Reifen für trockene Piste. Mang pokerte und fuhr mit einem Medium, das heißt Leichtprofilreifen am Vorderrad. Praktisch ein Kompromiss für sowohl trockene als auch nasse Piste. Und Sie sehen hier ein Stückchen nasse Strecke, wie die Fahrer gleich herunterbremsen. Die 4 Lavado in der Zwischenzeit in Front. Martin Wimmer musste die Spitze abgeben, fiel zunächst auf Rang 7 zurück. Das geht schnell hier in dieser Klasse bei den zahlreichen Startern. Und wie Mang zurückfiel, kam Mang nach vorne. Hier nach 3 Runden, Sie sahen es kurz, mit der Nummer 1, die grüne Kawasaki, bereits an 4. Position. Und eine weitere Runde später Anton Mang an 2. Stelle hinter dem Venezolaner Lavado. Jubel der Fans. Mang steht bei keinem Rennen so im Mittelpunkt des Interesses wie hier in Brünn, nicht einmal in Hockenheim. Lavado unten, 300 Meter Vorsprung, dann Mang etwas abgesetzt von einer Verfolgergruppe, in der sich auch Wimmer befindet. Wimmer zu diesem Zeitpunkt auf Rang 5. Im Verlauf des Rennens zeigte sich, dass Mangs Pokerkarte kein Trumpf war. Die Strecke trocknete immer mehr ab und Mang war mit seinem vorderen Profilreifen klar im Nachteil. Und zwar so, dass er an einer Stelle des 12-Kilometer-Kurses, die die Kameras nicht einsehen könnten, kurz stürzte, weiterfuhr, aber vom 2. auf den 11. Rang zurückfiel. Mang war in der Folge gezwungen, sehr hart und ruppig zu fahren, nur um seinen Mittelplatz zu halten, noch Weltmeisterschaftspunkte zu ergattern. Hier sehen Sie ihn in diesem Pulk. Er kommt vorbei, aber gleich macht er einen Fahrfehler und muss wieder 2 Konkurrenten passieren lassen. Schwierigkeiten hatte er vor allem beim Anbremsen der Kurven. Mang etwa auf dem 8. Rang. Hier sehen wir das wieder in dieser Vierergruppe. Er muss beide Piloten, beide Konkurrenten ziehen lassen. Das sehen wir hier in der Zeitlupe noch einmal gleich auf mit den beiden Italienern hier. Dann muss er später bremsen. Beim Motorradrennen wird meistens mit der Vorderbremse gebremst und da ist natürlich Mang in diesem Fall im Nachteil. Leute, die er sonst nicht als Konkurrenten betrachten muss, kann er hier einfach nicht schlagen. Immer noch vorn der Venezolaner Lavado mit der Nummer 4. Dann die 7 Tornadre, der Konkurrent von Mang um die Weltmeisterschaft in dieser Klasse, die 46 Pros. Und 4. Martin Wimmer.
5 dahinter, Fernandes aus Frankreich, 30 Sekunden ungefähr zurück. Diese Gruppe mit Mang, der sich nicht wie gewohnt von dieser Gruppe lösen kann. Aber deutlich und eindeutig der Nachteil durch den Profilvorderreifen bei dieser trockenen Piste. Im Ziel dann Sieger Carlos Lavado aus Venezuela. Zweiter wurde Tornadre, der Konkurrent von Mang. Und erfreuliche Überraschung, Dritter Martin Wimmer aus Deutschland. Als Achter ergattete Anton Mang gerade noch 3 Weltmeisterschaftspunkte, die aber bei der Endabrechnung wichtig sein könnten. Rechts Lavado, links Tornadre. Und Martin Wimmer, strahlender Dritter, er konnte mit dieser Platzierung den Sieg von Silverstone von vor 4 Wochen bestätigen. Bei der 350er-Klasse hatte Anton Mang etwas bessere Voraussetzungen für das Rennen, zumindest war er hier im Training Zweiter geworden. Schnellster mit der Nummer 17 auch hier wieder Didier de Radiges, Belgien, diesmal aber am Start. Der junge Belgier gilt als das größte Motorradtalent augenblicklich, man munkelt von einem Yamaha-Werksvertrag in der Halbliterklasse für das nächste Jahr. Jetzt der Start. Radiges und Mang. Mang scheint gut wegzukommen. Das Feld hier unterwegs, die Strecke führt durch 2 kleine Dörfchen und durch ein Waldstück. Sie ist wie gesagt nicht ungefährlich. Hier die Wiederholung des Starts, die grüne Kawasaki von Mang unterwegs, vorne auch Radiges gut weggekommen. Aber dann die nächste Kamera der tschechoslowakischen Kollegen nach 2 Kilometern. 17 vorn der Radiges, dann 3 Valdé, 4 Fernandes, 9 Sol und Mang 19. Wieder weit zurück auf den ersten Kilometern, weit zurückgefallen. Das Motorrad kam nicht in Schwung. Vorn die Nummer 3 Valdé und die 17 der Radiges. Valdé, der Mann, der ja in dieser Klasse mit Mang punktegleich ist in der Weltmeisterschaftswertung. Aber Valdé fährt hier mit einem Handicap. Er hat vor 14 Tagen in Imatra ein Bein gebrochen, das Wadenbein. Hier die Nummer 3 Valdé, die 17 de Radiges in Front. Er muss sich die Schaltung auf die rechte Seite umbauen. Das ist natürlich ein Handicap. Und dann hat er auch Schmerzen im Bein. Und die Schmerzen wurden immer stärker. Er hielt die ganze Distanz des Rennens nicht durch, fuhr zwar zu Ende, aber er kam nicht in die Punkteränge. Mang jagte die Spitze, überholte Gegner um Gegner. Valdé, die Nummer 3, wie gesagt, fällt später zurück. Im Feld auch Martin Wimmer, Gustav Reiner aus Bietigheim und Thomas Gressel aus Fürth, die weiteren Deutschen. Radiges in der Folge klar vorn, vergrößerte seinen Vorsprung und hier mit Abstand nach 3 Runden an 2. Position Anton Mang. Das hat es in dieser Saison schon mehrere Male gegeben, dass Schlechtstarter Toni Mang das Feld von hinten aufrollen musste. Eine Verfolgergruppe hier kämpft um den 8. Rang. Es wird hart gefightet und an der Spitze die Nummer 14, Gustav Reiner aus Bietigheim. Leute wie Nord von Murat, Lavado, Fernandes und Sarong sind in dieser Gruppe. Wimmer konnte sich bei den 350ern nicht so in Szene setzen. Hier fährt er etwa um den Rang 10 mit dem Feld. Die Nummer 17, de Radiges aus Belgien. Ein Mann, dem die Zukunft gehört, so munkelt man im Motorradsport. Begeisternd sein Fahrstil in dieser schönen Kurvenpassage. Sie sehen aber, wie dicht die Strohballen hier an der Strecke stehen und ich kann Ihnen versichern, an anderen Ecken standen so die Leitplanken.
Mang war dahinter an zweiter Position mit etwa 10 Sekunden Rückstand. Hier eine Zeitlupenstudie von De Radiges. Der Wechsel, nicht die Maschine wird ganz umgelegt, sondern der Körper wechselt den Schwerpunkt ganz tief, das Knie in der Kurve. De Radiges gewann den Lauf der 350er-Klasse mit deutlichem Vorsprung und schaltete sich mit diesem Sieg noch in den Kampf um den Weltmeistertitel ein. Toni Mang hier bei den 350ern ein zweiter Platz. Sicher nicht ganz so glücklich heute, aber die Weltmeisterschaft bleibt damit spannend. Toni Mang über die Ziellinie, die anderen Deutschen, 6. Platz für Gustav Reiner aus Bittigheim, 13. Martin Wimmer, Thomas Gressel aus Fürth schied mit Defekt.